Bevor wir mit dem Video durchstarten, gibt es noch mal eine kleine Info vorweg, und zwar von meinem Kooperationspartner Olight. Die haben nämlich ein paar coole neue Lampen am Start und eine dicke, fette Rabattaktion zum Black Friday. Da könnt ihr nämlich bis zu 50% auf ausgewählte Lampen sparen. Es gibt hier zum Beispiel die Perun 2 Mini in Midnight Blue. Und das ist eine ziemlich, ziemlich kleine Lampe, wie man sehen kann. Kaum größer als mein Daumen. Hat trotzdem ordentlich Power, bis zu 150 Meter Leuchtweite. Und das Coole ist, es ist nicht einfach nur irgendwie so eine kleine Taschenlampe, die man sich zum Beispiel mit dem Clip auch irgendwie an die Jacke oder sowas machen kann, sondern es gibt auch noch so ein cooles, kleines Stirnband mit dabei, wo man die Lampe oben einspannen kann. Und dann hat man quasi aus der kleinen Taschenlampe eine Kopflampe gezaubert. Eine richtig coole Neuerung haben wir hier in der Box drin. Und zwar meine Lieblingslampe, die Marauder Mini. In einer neuen Farbe, und zwar in Schwarz-Gold. Ist mal was ganz, ganz Neues. 7000 Lumen, 600 Meter Leuchtweite. Also damit kommt ihr auf jeden Fall richtig weit. Ihr habt hier so einen Schalter, damit könnt ihr zum Beispiel umschalten zwischen Spotlight. Damit kommt ihr auf jeden Fall richtig weit. Und wenn ihr umschaltet auf Flutlicht, könnt ihr halt zum Beispiel Räume extrem gut ausleuchten. Also egal, was ihr sucht oder vielleicht noch brauchen könnt, ob richtigen Baustrahler hier, sag ich mal, um ordentlich was auszuleuchten, oder eine kleine praktische Lampe für unterwegs, die man zum Beispiel auch noch in dem kleinen Case hier aufladen kann, oder so kleine Gimmicks, wie zum Beispiel der O-Clip hier, der auch super praktisch ist. Checkt die Angebote von Olight gerne mal ab. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einen Rabattcode gibt es auch noch. Und zwar könnt ihr ab einem Bestellwert von 159 Euro mit dem Code BUDDY10 nochmal 10 Euro auf die bereits reduzierten Sachen sparen. Oder mit dem Code BUDDY20 20 Euro auf die bereits reduzierten Sachen ab einem Bestellwert von 199 Euro. In dem Sinne, checkt das Ganze gerne mal ab. Alle Infos in der Videobeschreibung, und wir starten durch mit dem Video. Es gibt da dieses eine Gebäude. Ganz unscheinbar liegt es am Rande eines kleinen Passes und verfällt Jahr für Jahr immer und immer mehr. Das erste Mal bin ich, glaube ich, 2017 hier vorbeigefahren. Und schon damals macht es den Eindruck, jede Sekunde zusammenzustürzen. Vom Glanz der vergangenen Tage in diesem ehemaligen Hotel mit Gaststätte ist nicht mehr viel zu sehen. Mystisch liegt es einsam an einem Berghang. Heute, etwa 6 Jahre danach, will ich dem Geheimnis dieses alten Gebäudes auf den Grund gehen. Moin Leute, was geht, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin immer noch unterwegs mit Dustin und mit Finn zusammen auf Lost Place Tour, und heute haben wir mal wieder ein richtig altes, verlassenes Hotel. Liegt hier mitten im Nirgendwo, also hier ist wirklich auch kein Internetempfang, kein Netz, überhaupt nichts, an so einer Landstraße, die sich hier langsam den Berg hochschlängelt. Und ich muss sagen, ich bin schon einige Male hier dran vorbeigefahren und habe immer gedacht, was ein altes Ranzgebäude. Heute werden wir auf jeden Fall mal gemeinsam reinschauen und gucken, ob es drin noch irgendwie was Interessantes zu erkunden gibt. Augenscheinlich steht das Ding auf jeden Fall schon richtig lange leer. Mal gucken, ob wir irgendwie ein paar Infos dazu finden, ein paar Daten oder sowas. Im Internet findest du absolut gar nichts. So lange steht das Ding schon leer. Also, auf geht's. Da ist halt direkt die Straße, und hier, oh, geht so ein alter Trampelpfad, alles völlig zugewachsen, direkt zum Gebäude, was hier auch schon super zugewuchert ist. Du siehst es kaum noch. Lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall ganz schön gerade. Jetzt im Herbst, wenn die Blätter alle fallen, diese ganzen orangen und gelben Blätter. Es gibt nochmal so eine richtige mystische Stimmung irgendwie. Schauen wir uns das Ganze mal an. Also, erster Eindruck. Extremst heruntergekommen. Oh. Aber tatsächlich trotzdem noch ein bisschen was an Inventar hier unten. Hier sieht man die Überreste von einem alten Restaurant. Barhocker sind auch noch alle da. Das ist wieder krass, ne? Guckt euch das mal an. Wie das aussieht. Scheiben alle rausgefallen. Super, super alt. Auch die Heizkörper und sowas. Die Decke kommt hier schon runter. Der Boden ist quasi gar nicht mehr vorhanden. Aber die Barhocker sind noch da. Und hier ist sogar noch ein komplett gedeckter Tisch. Hier geht's direkt weiter in so einen weiteren kleinen Speisesaal. Ich denke mal, hier waren damals auch irgendwie Auftritte und sowas, wie es aussieht. Da seht ihr ja noch irgendwelche Figuren an die Wand gemalt.
Oh, da tropft's rein hier von oben, ne? Alter. Leute, ich weiß nicht, ob man das sieht. Die Decke, die wölbt sich hier übelst nach unten, als wäre da irgendwie so ein halbes Schwimmbad drüber ausgelaufen. Der anderen Seite sieht man es auch ganz schön. Hier drunter hat tatsächlich einfach mal jemand einen Topf hingestellt, um das runtertropfende Wasser aufzufangen. Und dann hat er wahrscheinlich gemerkt, reicht nicht mehr und hat hier ein Planschbecken aufgestellt. Das finde ich ganz cool mit der Bühne hier. Wächst schon Moos drin. Auch die Vorhänge hier, alle völlig vergilbt. Also das ist auf jeden Fall mal wieder ein richtiger Lost Place, ne? Der Verfall ist nicht zu übersehen. Das Ding fällt komplett auseinander. Dieser Veranstaltungsraum hier im Hintergrund mit der Bühne, wo irgendwelche kleinen Feste wahrscheinlich abgehalten wurden. Daneben die Kneipe mit diesem Essenstisch. Eigentlich ganz schön, ne? So eine richtig kleine, gemütliche Kneipe mit Hotel, was drum, ja, hier oben drüber noch ist oder war. So, hier kommen wir, glaube ich, in den Küchenbereich. Sieht ganz so aus. Alte Küchengeräte, tatsächlich auch noch da. Aber da sieht man auch mal, wie alt das alles ist, ne? Mich würde halt wirklich mal ein Datum interessieren. Alter, mindestens haltbar bis Ende 1297. Und wenn hier so ein Gewürz steht, dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass das damals hier auch benutzt wurde. Das würde heißen, dass das hier vor 97 geschlossen haben muss. Das würde nämlich heißen, dass das Ding hier seit ungefähr 25 Jahren, wenn nicht sogar noch länger, leer steht. Direkt an der Küche gab es auf jeden Fall einen kleinen Essensaufzug. Das heißt, du kannst wahrscheinlich auch das Essen dann hochfahren, weil über uns ja die Hotelzimmer sind. Ein super, oh, altes Telefon, das man samt Hörer hier schon einfach so abnehmen kann. Und der Raum ist auf jeden Fall nochmal ganz interessant hier. Ist halt übelst die Wetterseite von da drüben. Der Boden schwimmt schon so halb. Alles ist super aufgeweicht. Hier wächst schon Moos drin. Aber das ist ein Bild, oder Leute? Sowas liebe ich ja. Mit der Gitarre und diesem alten Klavier oder was das da genau ist. Dem kleinen Fernseher da oben noch auf dem Tisch und den kleinen Pflanzen. Einfach diese Kontraste, ne? Von diesem absolut krassen Verfall. Da fällt ja wirklich alles auseinander. Die Decke kommt runter, der Boden besteht eigentlich nur noch aus Moos, die Möbel sind irgendwie eingefallen. Es gammelt aus jeder Rille. Und trotzdem hast du hier noch so diese kleinen Details. Du siehst einfach die Kraft der Natur und die Auswirkungen, wenn sich jemand einfach 20, 30 Jahre nicht mehr um so ein Gebäude kümmert. Das siehst du hier in diesem Raum, beziehungsweise an der ganzen Location, wieder richtig schön, finde ich. So, es geht weiter. Von innen gibt es nämlich irgendwie scheinbar keinen Zugang zum Hotel. Also irgendwo wird es ziemlich sicher eingeben. Aber haben wir jetzt nicht gefunden, beziehungsweise vielleicht ist er auch zugemacht oder sowas. Und hier kommt man jetzt aber zu den Betten. Ja, ans eigentliche Hotel. Auch ein super altes Gebäude einfach, ne? Aber ich liebe ja diesen Baustil, ne? Diese Holzgebäude, den Holzfensterrahmen. Wenn die dann so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, dann sieht das so aus. Und irgendwie hat das was. So, schauen wir mal rein, würde ich sagen. Eine gute Stube. Hier ist auf jeden Fall direkt eine Toilette. Mit einem ordentlichen Brummer drin. Hatten die hier keine... Ist das Hotel so alt, dass die hier keine eigenen Toiletten in den Zimmern hatten? Sondern auf dem Flur. Kann sein, ne? Das war so ein Fahrradhotel und Motorradfahrer. Ah, okay. Und ich glaube nicht, dass die Leute wirklich Urlaub gemacht haben. Aber also hier kamen halt viele Motorradfahrer und Bike und sowas vorbei. Und hier gingen wohl auch so die ein oder anderen Sachen mit Frauen und so ab.
Woher weißt du das denn? Warst du auch hier damals? Nee. Also. Da gingen so ganz viele Storys drüber rum. Also die Treppe macht erstmal einen soliden Eindruck. Die noch. Die oben wird schon. Wird noch anders, sagst du? Ja. Hier liegt halt auch ein Teppich drauf, richtig schön. Oh. Ja, okay. Ah nee, du hast es angefasst. Nichts anfassen, nichts verstellen. Nichts hin und her schieben. Regel Nummer 1. Ja. Dann kommen wir hier lebendig wieder raus. Ja, jetzt geht's vermutlich jetzt zu den Zimmern und Finn hat es ja gerade schon erzählt, hier gibt's irgendwie, tatsächlich kursieren irgendwelche Sachen, Geschichten im Dorf, dass das damals halt wirklich ja, scheinbar so ein bekannter Biker-Treff hier war. Ja, und vielleicht auch irgendwie in irgendeine Richtung Milieu ging oder so, keine Ahnung, zumindest erzählt man sich das scheinbar. Wir schauen uns die Zimmer mal an, würde ich sagen. Alter, warst du hier auch drin in dem Gang? Ja, der ist sehr schief, der Boden. Ja. Wenn man den Boden so betrachtet, dann ist der. Ja, da müsste man eine Kugel drauflegen. Die, das sieht man auf der Kamera jetzt schlecht. Aber es ist übelst abschüssig. Wir kommen in den Bereich der Zimmer. Ist halt schon ziemlich beschmiert an der Stelle. Wie es aussieht. Aber ich habe gerade schon mal reingeblinzelt. Hier gibt es noch ein paar Zimmer mit Einrichtung. Also so ganz sicher ist mir die Lage hier nicht bei dem Bodenbelag, sage ich dir ganz ehrlich. Aber Wahnsinn, ne? Das Ding zerfällt und hier steht alles noch drin. Teppichboden. Die Sessel da hinten, die sehen tatsächlich noch ganz gut aus. Hier hast du wahrscheinlich noch ein kleines Badezimmer gehabt. Ja. Also schön sind die Zimmer nicht. Ne? Jetzt natürlich sowieso nicht mehr, ist klar. Hier liegt eine Lümmeltüte. Echt? Und die ist braun. Also die sieht schon richtig eklig aus. Was da drin gelagert wurde, ist auf jeden Fall schon längst vergangen. Aber gute Indiz dazu, was Finn gesagt hat. Ja, passt zu den Geschichten. Guck mal hier die Zimmernummern, wie die hier vergeben worden sind. Alter, was? Quatsch. Das ist, also wenn das von damals ist, das ist Zimmer Nummer 6. Aber das Gute ist, wenn man das so macht, man konnte das auch einfach abnehmen, woanders dran machen und dann war hier Zimmer Nummer 2 und nicht mehr 6. Also sehr, sehr komische Zimmer. Ah, irgendwie so ein bisschen schmuddelig mit dem, was man jetzt gehört hat. Und ich meine, das sieht halt alles auch nicht so schön aus. Ich habe unten noch gedacht, auch schön so eine rustikale alte Gaststätte mit diesem Veranstaltungsraum und so, den Instrumenten, aber irgendwie, ja, hier ist auch Zimmer Nummer 7, einfach mit dem Kreppband dran geklebt. Hier hast du irgendwie einen ganz anderen Eindruck von dem Ding. Naja, aber eingerichtet sind sie tatsächlich noch, das hätte ich von draußen jetzt nicht erwartet. Mit den Sesseln, dem Spiegelschrank. Da muss man sich doch wieder wundern. Und ja, was ist denn das? Gästebuch? Treffen, 11 bis 12 Uhr. Ach was? Mhm. Treffen 11 bis 12 Uhr, kannst du wirklich noch lesen. Für Samstag, den 6.3.99. Sieht ja aus, als hätte ein Kind das gemalt, oder? Geschrieben. Gehen, 11 Uhr auf den Dachboden. Das ist eine Planung für einen Tag oder sowas. Ja, guck mal hier, besprechen. Besprechen, Mitglieder. Ist das vielleicht ein Passwort, Mitgliederpasswort, was wir in, kann ich nicht lesen, machen, Versteck, was wir im Wald machen, später, was wir spielen, wo wir spielen. Wie so ein Kindertagebuch oder sowas, aber was macht das hier? Ich meine, das ist ja nicht jemand hier reingeschleppt jetzt, also vielleicht doch, aber das ist ja trotzdem von 99. Ja. Aber auch hier. Die Zimmer sind alle eingerichtet. Boah, was ist da denn drauf? Gestorben. Boah, sieht das alles eklig aus hier. Was ist das für Betten? Ja, diese alten DDR-Blümchenmatratzen. Sind das hier? Alter. Hä? Das sieht geil aus. Dieser Fußboden ist hier auch ganz komisch. Also nicht nur, dass der krumm und schief und bucklig ist, aber okay, hier steht noch ein alter Fernseher drin.
Man mag aber auch nicht so wirklich mehr reingehen, weil guck mal, wie der da steht auf dem Tisch. Das hängt alles auf 7:30. Das ganze Gebäude liegt in Schieflage. Also hier sind die Zimmer ein bisschen schöner. Aber ich habe es gerade schon gesagt, oder wir haben es gerade schon gesagt, das ist überhaupt nicht einladend. Also auch, klar, das ist alles 30 Jahre her oder länger. Aber schön ist das, also es ist überhaupt nicht wohnlich, schön gemütlich gemacht, ne? Die Zimmer laden jetzt nicht wirklich ein zum Verweilen. Vielleicht ist das auch der Grund, warum das Ding leer ist. Weil das hier einfach... Na gut, wenn da jetzt noch so Mythen kursieren, ne? Vielleicht hat das Ding irgendwann einen schlechten Ruf gekriegt. Ja. Und dann ist es, wie gesagt, nicht sonderlich einladend und schön. Und dann war Schluss. Oh. Ja, umso höher du kommst, umso mehr Verfall hast du wieder. Hier ist nicht mehr die Wand komplett da. Boah, du hast das Gefühl, du läufst auf einer Hängebrücke, finde ich, wenn du hier läufst. Du schwingst richtig umher. Ja, alles Zimmer und die sind auch nicht mehr im besten Zustand. Es geht noch auf den Dachboden. Eigentlich eine Menge Zeug. Rumpelkammer. Jetzt wird's unheimlich. Hier sind überall improvisierte Matratzen drin. In der letzten Ecke. Und dann geht's hier in dieses absolut skurrile Zimmer am Ende des Ganges. Irgendwie unheimlich. Mal hier hast du sogar noch so ein paar Tageskarten. Tagessuppe gab's früher für 3 D-Mark. Hier stehen D-Mark-Preise noch drauf. Das heißt, das Ding hat auf jeden Fall vorm Wechsel auf Euro zugemacht. Kinderteller, Chicken Chips mit Pommes. An den ungesunden Gerichten hat sich auch bis heute nichts geändert. 59 D-Mark. Das war doch ein Kinderzimmer hier oben, guck mal. Hier hängt ein Pferdeposter, so als Puzzle. Also Leute, wir wollen jetzt mal keine wilden Vermutungen aufstellen oder hier rumspinnen, aber irgendwie macht das hier oben einen sehr komischen Eindruck alles. Hier liegen auch überall verstreut Bildzeitungen. Passt auch ins Bild. Hat irgendwie so einen komischen Beigeschmack hier. Seitdem Finn das auch mit der Story hier aus dem Dorf gehört hat. Erzählt hat. So. Wir haben es auf jeden Fall lebendig wieder rausgeschafft. Und naja. Was kann man am Ende noch sagen? Ich bin auf jeden Fall überrascht, dass doch noch so viel drin ist. Wie gesagt, hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet, wenn man den Zustand so von außen sieht. Und ich habe die Vermutung, dass das damals schon mal so eine alte, urige Kneipe war mit Restaurant und auch Hotelbetrieb. Aber dann danach diese Gruppe mit ihren ominösen Machenschaften hier irgendwie reingekommen ist, weil dieser schwarz-weiße, dieser Schachbrettboden, der war nachträglich reingelegt. Das hast du an den Seiten gesehen. Und darunter war ein Holzboden. Also schätze ich einfach mal, dass irgendwann mal das Ding hier zugemacht hat und dann nochmal anders nachgenutzt wurde. Alles nur Vermutung. Und wer weiß, ja, was dann der Nachnutzer dieses Geländes hier gemacht hat. Und wodurch dann die Mythen hier irgendwie in den Dörfern entstanden sind, keine Ahnung. Ich weiß jetzt ja auch nicht, was die Leute sich hier wirklich erzählen. Das habe ich jetzt ja auch nur alles gehört. Aber so bastel ich mir die Geschichte jetzt irgendwie mal zusammen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne bei den anderen beiden vorbei. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein!